Weg mit dem Granbull. Will ihn jemand haben. Uns werden wieder alle getroffen. Flügelschlag. Ich glaube, das ist ein Flug-Pokémon auch. Wurde vergessen. Ein Seejung ist Wasser und Eis. Ja, mit Sonne. Ich wollte übrigens den P-Teil mal wieder weggeben an jemand anderen. Autsch. Ich darf mal nicht Dragos. Es ist nicht effektiv! Schick zurück, schick zurück, schick zurück! Und weg damit! Und ab zum Final Fight! Zeig mir, was du kannst!
Einfach drauf, ja. Das war sehr stark. Maschocke schon mal weg. Ja, gut. Morlord. Wasserboden, glaube ich. Was? Was soll mir nicht schaden? Wusste ich nicht. Autschi. Wir kloppen. Mhm. Jetzt tanky. Weg damit. Niemand will dich hier haben. Altaria. Das ist doch, ich dachte, das ist sehr effektiv. Ich hab mich gescampt. Langsame Schritte. Nabel, tschüss, tschüss, Pupunga. Tschüss, Pixel. Ah, gar nicht mal so stark. Ich dachte, es stirbt direkt. Jetzt auf einmal. Finsterfaust. Ja, okay. Geht sogar auch noch. Brav. Das ist wirklich gar nicht effektiv. Egal. Drachentanz. Jetzt stört nur irgendwas erhöhen, oder? Angriff. Initiative. Feuer, oder? Hat auf jeden Fall... Aua.
Macht das jetzt auf mich verbrennen? Nein, paralysiert. Was ist paralysiert? Okay. Toxin, viel Spaß damit! Macht das schon, hoffentlich. Echt Downer. Mhm. Weg hier. Bitte einmal kurz. Ich möchte nicht weitergehen, nein. Wir haben nicht so viel gelevelt, wie ich gehofft habe. Schau noch mal, ob es noch Trainer auf der Welt gibt, die man noch mal kämpfen kann. Gehen wir mal nach Piritus und spreche da die Leute an. Und guck mal, ob die mich kämpfen. Einfach mal den fragen. Guck mich, Duck, der ist. Ich glaube, der immer noch Level 20 ist oder so. Die sind Level 40. Dann kann ich wohl hier nochmal alles abklappern.
Auf King erstmal einen Zip. Geht der Headpad nicht? Von einer Sekunde ging er noch. Warte. Was ist das denn? Ich will es kurz mal fixen. Das will einfach nicht. It's gone. Legit. Es ging vor ein paar Minuten noch. Ah, ich sehe sie. Sie sind ganz weit weg. Ich warte. Ich muss sie nur finden, also auswählen. Ich muss das jetzt kurz mehrfach machen. Sollte es eigentlich passen. So, perfekt. Ja, es ist wieder ganz! Offensichtlich ohne Probleme. Alles funktioniert hier. Mir geht es gut und selbst so. Mir geht es sehr gut. Falls es dir aufgefallen ist, habe ich einen neuen Namen, was heute schon zu einigen Komplikationen geführt hat. Zum Beispiel, dass meine Comments nicht funktionieren. Aber jetzt funktionieren sie wieder. Ich musste Dinge ändern, weil mein Name geändert war. Jetzt geht wieder alles. Ah! Außerdem war ich heute sehr fleißig. Ich habe weiter im Merch-Shop gearbeitet. Yes, yes. Und ich habe mir eine Kartenseite erstellt. Wie Kranbo lebt noch. Recht. Aber ich kann auch Stärke. Autsch! Nein! Phoenix! So war das nicht geplant. Danke für den Patch. Ich kann nur noch ein bisschen weiter nach links machen. So. Einfach mal den Handy umgebracht. Bin schockiert. Wachstum, mhm. Nicht effektiv, okay. Frech.
Zöpfer! Ich muss direkt heilen, das ist so anstrengend. Manu. Ja, dann geh ich mal hier hin. Ein Schlupper und ein Golbert. Wie wäre ich trunk? Hat sie nur die zwei Pokémon? Die sind jetzt nicht besonders stark. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich kann merken, dass das Pokémon mit dem Peter damit deutlich mehr bekommt, als sie die vorne sind. Sass. Vielleicht sollte ich das mal so machen.
Dagus hat Psychokinese erlernt. Wenigstens ein, nennt man das? Erfolg. Yes. Das ist erstmal so. Ich kämpfe noch alle im Kreis. Aber ich glaube, dann gehe ich auch. Ich spiele momentan auch sehr viel Pokémon. New Pokémon Snap, noch mehr aussichtbar ist. Spiele ich aber privat. Momentan, ich habe gestern, nicht gestern, Samstag, letzten Samstag damit angefangen, ganz spontan, einfach so. Und ich fühl's einfach. Es ist insane, wie sehr ich das fühle. Bin, glaube ich, schon fast durch. Anton ist tot. Apropos, heute kam noch was an. Ich hatte ja heute, ich habe ja so eine Patenschaft. Und da kam heute ein Kalender an, eine Patenschaftsurkunde und ein Awu-Plüsch. Ein sehr cutes. Allerdings muss ich die Patenschaft direkt wieder kündigen, weil ich habe ehrlich gesagt nicht 110 Euro zur Verfügung jeden Monat. Meine Augen sind immer fast zu. Stopp! Hören Sie auf, Fossy Face. Meine Augen sind offen. Bitte mal mit den Rasierblättern aufhören. Und ein Pudox. Sie sechs schon sterben.
Sich drei. Bis! Ja. Ist für euch immer besser. Ein Pikachu und ein Knilz. Beides nicht die optimalsten Gegner gegen mein Sack. Anstrengend. Oh, wird getötet. Praktisch. Anstrengend. Me wanna fight. So fühlte man mich. Ich bin wieder hübsch. Was hast du getan, Corvus? Durch Wasser? Etwa durch Wasser? War duschen nach 3 Tagen wegen Schimmelschutz. Und Weißeln. Ach, stimmt, du hattest es hier gestrichen. Hattest du vorhin ja gesagt. Das wässrige Wasser diesseits des Mississippi. Das klingt auf jeden Fall sehr sauber.
Saubere Sache, du. Yes. Very sauber. Willkommen, Dragons! Und willkommen, jawohl! Kremstrem. Au! Geh mal heilen oder so. Man wird halt echt, man kann ja echt nicht so, also leveln. Ich glaube, ich muss doch nochmal zum Duellberg. Ich weiß, heute ist sehr langweilig, wir leveln nur, machen nichts. Ich wünschte auch, das wäre nicht so. Aber Dinge passieren im Leben. Das heißt auch Grind. Grind muss sein. Genau, das gehört dazu. Ich speichere nochmal. Wir sollten auf Stufe 6 gehen. Ich glaube, da waren die Level 40. Dass Helix noch ein paar Level bekommt. Dann ist das Level 25. 25 sage ich schon. Level 45. Och nee, nicht so eine Scheiße. Oh, stärker als ich dachte. Nicht die Donnerwelle, nein! Hat er nicht gemacht. Ich schaue mal, welche Level meine Pokémon momentan alle so haben. Tara hat ja gerade Level abbekommen. Mann, ich bin die Nein! Ah!
Ich kann wohl Aquas noch weiter vorne lassen, aber ich könnte auch noch Spackel nochmal nach vorne tun. Nochmal Spackel nach vorne. Oh nein, das ist wieder so ein Spackel. Ah, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn? Sag an, Dragos. Stimmt denn nicht, Dragos? Ah! Say, do you remember, Vadia? When you feel happy, Vadia? All I remember happy day. Vielen Dank mit deinen Wingsup. Kann ja nicht angehen, dass du keine Emotes mehr hast. Das muss natürlich direkt behoben werden. Oh. Gebe ich dir recht. Aber wieso kam die Nachricht jetzt zweimal? Ich habe sie nur einmal bekommen. Oder was meinst du? Ich habe nur eins bekommen. Meine A, ich kam zweimal. Ich bin verwirrt. Ah Gott, du verwirrst mich! Bitte aufzukommen, okay? Nicht im Chat. Och nee, nicht diese Kacke da. Können Sie jetzt bitte sterben?
gewonnen! Wie geht es hier bei Arke? Mir geht es gut. Ich war heute sehr produktiv. Ich kann ja nochmal alles aufzählen. Ich habe heute früh meinen Namen geändert. Yes. Dann habe ich erstmal die ganzen Sachen geändert, wo mein Name halt wichtig für ist. Dass die Labels unten noch funktionieren, dass alles im Chat irgendwie noch funktioniert. Hat zwar dann doch nicht alles funktioniert, aber jetzt funktioniert alles, hoffentlich. Dann habe ich, was habe ich gemacht? Ich habe auf jeden Fall Produktbilder gemacht für den AWU-Shop. Und habe die Bilder dann auch schon in den AWU-Shop hochgeladen und die AWU-Shop-Artikelschreibungen nochmal überarbeitet. Dann habe ich noch Twitter, mein Profil ein bisschen angepasst. Das habe ich heute alles so gemacht. Und jetzt bin ich hier. Ich glaube, das war alles. Aber ich vergesse auch viele Dinge. Darf man nicht vergessen. Und wenn alles gut funktioniert, wird der AWU-Shop in nicht länger als 2 Wochen released. Aber ich hoffe es zumindest. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ah, ich habe noch eine Card-Site erstellt. Yes. Ja. Die ist sehr hübsch. Jo. Außerdem habe ich mir noch einen Art-Tag ausgedacht. Ja. Einfach komplett wegrasiert. Bin ich jetzt wieder paralysiert? Ah, nee. Wenigstens etwas.
Let's go. Meine Schwester lässt gerade einen Schrei los, als wäre alles, was sie liebt, gestorben. Ist quasi so passiert. Sie hat herausgefunden, dass Pizza wie Marmeladenbrot auf die belegte Seite fällt und jetzt ist sie sauer, weil ihr Freund und ich sehr amüsiert sind. Mir ist auch schon mal eine Pizza runtergefallen. Auch auf die Belagseite. Oh, das ist ja auch noch wieder eine tolle Story. Kleinarke hat sich doch nicht so oft eine Tiefkühlpizza gemacht gehabt. So. Als allererstes, Klein Arke heizt den Ofen nicht vor. Das mache ich immer. Das machen nicht viele Leute, aber ich mache das tatsächlich. So, Klein Arke nimmt Pizza aus der Packung, macht die Folie weg. Klein Arke, also gestern hat sich Tiefkühlpizza gemacht, Trauma für immer. Genau, genau. So, das Ding war dann, unter der Pizza war so eine Pappscheibe. Ich wusste nicht, dass sie weg muss. Die habe ich dann... Ich habe die Pizza mit der Pappscheibe einfach da rein. Und irgendwie habe ich so scheiße gemacht, dass die Pizza nichts wurde. Wahrscheinlich auch wegen der Pappe unten dran. Also es war echt nicht so geil. Und dann meine Mutter, also ich wollte die Pizza aus dem Ofen holen. Dann ist sie auf den Boden gefallen. Und ich habe erstmal das Gitter gegen mein Bein bekommen. Währenddessen mir dann die Pizza aus dem Affekt auf den Boden gefallen ist. So. Auf mein nacktes Bein. Möchte ich hier nochmal anmerken. So. Dann ist die Pizza auf den Boden gefallen mit der Belagseite nach unten natürlich. So. Meine Mutter kam in dem Moment nach Hause und dachte sich nur so, was zur Hölle passiert hier? Und um diese Pizza zu retten, hat meine Mutter dann entschieden, die Pizza in die Pfanne zu tun und sie von unten anzubraten. Da war sie unten nicht durch war. Sie war unten ja nicht durch wegen der Pappscheibe. Und es war alles sehr dramatisch und scheiße. Ich habe sie aber gegessen. Darum sagen wir dir immer, rennen nicht nackt durch die Wohnung. Aber ich renne gern nackt durch die Wohnung. Ich renne immer nackt durch die Wohnung. Ich habe gar keine Kleidung. Ich besitze kaum Kleidung. Moral von der Geschichte, ich esse es trotzdem. Yes! Ich finde das sehr, sehr, ja. Ich bin eigentlich picky, aber die Pizza, die habe ich trotzdem gegessen. Oha, ist ja fast so effektiv wie Pizza im Topf kochen. Ja, kochen ist ja noch was anderes als die Pizza in der Pfanne kurz anzubraten von unten. Und hallo Mana! Da war die Hoffnung, dass der Boden halt durch wird, durch die Hitze von unten. Weil oben war die schon dunkel, aber der Boden war unten halt nicht durch. Wir, also gehört der Rabe zu den Eltern? Was? Eltern, was? Ach so. Wir müssen los. Das ist mir aber nie wieder passiert. Dafür sind mir andere Dinge passiert. Zum Beispiel, ich habe den Ofen vorgeheizt. Ich habe vergessen, ein Stück Backpapier auf das Blech zu legen.
Klein Arke macht den Ofen auf und möchte das Stück Backpapier in den Ofen legen. Wegen der Umluft wird das Backpapier ein bisschen nach oben geweht. Das Backpapier kommt hinten an so einen Heizstab und fängt Feuer. Arke ist sehr überfordert. Und hat es voller Überforderung in die Spüle geworfen. Ich glaube, das war das Beste, was ich hätte machen können. Und dann habe ich Wasser drauf gemacht. Das ist mir zweimal passiert. Ja, ich weiß. Ich bin Kochprofi. Warum hat es keinen Schaden genommen? Kann mir das jemand erklären? Anziehung? Och nee. Deswegen habe ich einen Wassersprüher in der Küche. Für brennende Backpapiere? Was für Starvorliebe, stopp! Alles, was brennen könnte. Öl fängt Feuer. Manuel kommt mit seiner Sprühflasche und die Küche explodiert. Wenigstens das habe ich noch nie gemacht. Backpapier, der Bart, was mir noch so einfällt. Ja, ich hatte auch sehr Angst, dass dieses Backpapier anfing zu brennen, dass meine Haare auch gleich anfangen zu brennen, wenn es mir zu nahe kommt. Ich weiß nicht, ob deine Sprühflasche geholfen hätte. Bin ich ehrlich. Seit meinem Bartfackel-Accident habe ich eine schnelle Lösung in der Küche. Dein Bart hat schon mal gebrannt! Hab jetzt Schnitzel und Pommes und die waren nicht einmal auf. War nicht einmal auf dem Boden. Das ist schon ein großer Vorteil, dass das Essen nicht auf dem Boden war. Dann schmeckt es sehr gut. Okay, ich notiere, Mana stand schon mal in Flammen. Hat sich das so angefühlt?